Irgendwas anderes, was brennt. Hier habe ich auch noch überhaupt nichts gemacht, ne? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Das ist auch nichts, was jetzt irgendwie unbedingt logisch wäre, ne? Ja, irgendwie sogar irgendwie das Gefühl, dass es der Tod, der muss ich noch was einstecken? Nachher der Ort meines Todes ist irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl. Weiß zwar nicht warum, aber. Ich brauche nur eine. Windmühlenflügel. Sie wirbeln um die Windmühlenspitze herum. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich gar nicht die Tür aufmachen muss, sondern da irgendwie mich. Ich kann mich mit bloßen Händen. Moment, Nein. Er benutzt sie nicht, ja. Nicht mit bloßen Händen. Ich kann einen Ballon nicht. Ich kann den Skelettarm. Hab ich glaube ich auch schon ausprobiert. Nicht mit bloßen Händen. Hm. Oh, den Handschuh da irgendwie so ein Scheiß. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Wäre auch, glaube ich, nicht so möglich ohne weiteres. Ne, ich glaube, hier fehlt mir noch was. Friedhof. Ja. Hier haben wir auch nichts selbstleuchtendes. Laterne oder irgendwas? Die können mir nicht weiterhelfen. Hier ist auch nicht wirklich was. Seewasser. Das wäre aber, Leute, nur eine Alternative. Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich Christ. Das wäre wahrscheinlich die Alternative hier für den Messbecher gewesen. So. Licht. Was? Lichtung? Gut. Strand. Ich darf vielleicht noch was übersehen. Hier, schön. Hier ist kein Licht. Das ist geil, wie die Lava jetzt da durchläuft, auch in der Szene. Friedhof Hotel. Der hier noch etwas Selbstleuchtendes? Neon-Schild. Vielleicht war das doch gar kein Schloss. Geht nur schneller, ne? Oho! Okay. Ja, das ist für die Geschwindigkeit anscheinend. Trink Grog. Trink Grog. Nein. Nein. Okay, haben wir hier einmal Selbstleuchtendes, was ich hier noch mitgehen lassen kann. Kerze oder sowas, würde ja auch weiterhelfen. Das war ja immer gemütlich unterwegs, ne? So, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier später nur als Geist reinkomme. Ins Bullauge kann ich auch nicht reingucken. Kerze. Kann aber sein, dass ich das nur am Feuer nachher anzünden muss. Man kann auf den Friedhof schauen. Porträts, Kerze, Tür. Sie ist verschlossen. Und hier war ja nur das Rätsel mit dem. Mit dem Porträt, ne? Ja, dann spielst du heute durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit. Ich kann gar nicht einschätzen. Ich habe ja hier in dem Speichermenü habe ich auch gar keine Möglichkeit zu sehen, wie weit ich eigentlich bin, oder? Habe ich hier irgendwie noch was? Nee, ne? Das ist nur über Scum. Ich kann leider nicht sehen, wie weit ich hier bin, irgendwie. Oder steht das hier noch irgendwo bei? Nee, abbrechen. Machen trotzdem mal einen neuen Spieler. Kann ich schaden? Stream 7. Allerdings sehe ich hier nicht den prozentualen Fortschritt, wie jetzt in den Remake-Versionen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, vielleicht reicht mir auch irgendwie ein anderer. Irgendwas anderes, was ich zum Brennen öffnen.
Habe ich zum Beispiel ein Öl oder so, was ich vielleicht irgendwie so als... Die Rasierseife kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Muss ja irgendwas Brennendes sein. Die Flasche ist verschlossen. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Ah, super. Kindersicherung, ja toll. Ah. Ja, es ist immer... Die hat ja im Prinzip auch nichts für mich, ne? Stimmt. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Jupp, da hinten ist so ein dreiköpfiger Affe, oder? So ist brav. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Warte mal, kann ich... Aber das würde ihn ja nicht wirklich interessieren, oder? Dem Typen das auf dem Friedhof da durch den Schlitz durchstecken. Aber, ich meine, der hat den ganzen Tag mit Tod zu tun, also das würde ihn jetzt auch nicht so... Und mich wundert, dass hier Schlitz steht. Spalte zwischen den Türen. Ob das jetzt nur deswegen ist, weil ich da durchgucken kann? Piratenliteratur. Jetzt habe ich ein Dreier-Kombo hier. Wahrsagen funktioniert damit nicht. Wahrsagen. Drei Todkarten. Ich frage mich, ob das etwas zu bedeuten hat. Die Zukunft liegt in meinen Händen. Nein. Immer kann ich doch bestimmt durch den Schlitz da durchhalten. Glimmendes Lagerfeuer. Irgendwas übersehe ich irgendwie. Irgendwas übersehe ich. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Also ich wollte mir den Holzbohrer, den habe ich ja auch noch nicht einge... Habe ich irgendwo einen Baum, irgendwie, den ich mal gut ansehen kann, irgendwie? Holzbohrer. Habe ich den jetzt irgendwann mal verwendet? Ich glaube nicht, ne? Baum, aber... Achso, mal hier stumpf kann ich mal. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Ach, Mann. Da brauche ich einfach nur so ein Stück... Obwohl, sagte er nicht irgendwas von Kohle... Aber nee, das war... Beim Grill konnte ich keine Kohle rausholen, ne? Ich glaube, dann sagte er mir... Ich glaube, danach hat er mir erzählt, dass... Dass sie das mit der Lava machen. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Nee. Die Lava hat den Grill ganz schön aufgeheizt. Grill ablecken steht nicht auf meiner Liste der Vergnügungen. Ich würde mir wahrscheinlich die Hände verbrennen, wenn ich ihn jetzt anfasse. Ich brauche vielleicht was Brennbares oder so. Oder ein Öl irgendwie, dass ich so eine Lampe habe quasi. Obwohl was Brennendes wäre auch nicht gut, ne? Das Brennendes wäre auch nicht gut, weil das würde ja die Glühwürmchen direkt verbrennen. Ich muss irgendwas irgendwie... Ja, Friedhof, Dorf. Hier irgendwas vielleicht. Oder kann ich hier irgendwas abfüllen, was den Glühwürmchen gefallen würde? Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Hier ist eine Maske. Haben wir hier irgendwas? Ich gehe nicht dorthin zurück. Ist das zu gefährlich? Ziehe Totenköpfe, Obst.
Selbst wenn du dir das Ding hier anziehst. Igitt. Ich gehe nicht dorthin zurück. Es ist zu gefährlich. Okay. Die Frage, kann ich jemanden verunsichern, so wie ich hier rumrenne? Ich wundere immer noch, dass ich den Holzbohrer noch nirgendwo an. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Wärmehalteplatten. Gigantische Statue. Warte. Das ist eine Statue von Myron, dem Gott der Petersilie und anderer Garnierungen. Nein. Nein. Das wird auch nicht klappen, ne? Das braucht nicht an. Ach, Mann. Okay, zieh da aus, okay. Also ich habe das mit dem Leuchtturm fast gelöst. Mir fehlt Holz. Strand. Ist hier noch irgendwo was? Da ist hier auch noch irgendwas anderes außer den Gummibauen. Vielleicht eine Palme oder so, die ich dann anbohren kann. Nur der Gummibaum. Weiß immer noch nicht, wofür ich das Meereswasser überhaupt habe. So, ins Dorf komme ich zwar, aber ich komme dann nicht weiter. Friedhof ist eigentlich so der einzige Punkt, der vielversprechend ist, ne? Ach. So, in die Gruft, glaube ich, brauche ich mich nicht weiter drum kümmern, weil da komme ich eher später rein, ne? Linien. Nein. Auch das mit dem Fenster finde ich interessant, irgendwie, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat für irgendwas. Das scheint auch ein Sarg zu sein. Kann ich den da durchschieben oder irgendwas? Oder muss ich mir jetzt aus Papier eine Voodoo-Puppe bauen? Also ich finde das immer noch interessant. Ich habe diese Voodoo-Puppe benutzt und da war er zu sehen. Um in eines dieser Gräber zu kommen. Tot umfallen. Tot umfallen. Muss ich faken, dass ich tot bin? Muss ich einfach nur so tun? Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist oder. Nein. Verschiedene Särge. Ich hätte auch schon überlegt, ob ich hier irgendwie meinen Grabstein selber irgendwie meißel oder so. Dum. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Hundehütte. Sieht ja aus wie so ein Sarg, ne? Er ist nicht sehr gesprächig. Wie morbide. Also das ist hier leichter als gedacht. Oh, oh. Okay. Interessant. Was ist gerade Aufgabe? War mit dem Hund raus. Also, das passt ja gerade. Ich dachte, ich muss den Hund rausholen. Im Prinzip eigentlich eine richtige Aufgabe habe ich in der Form. Oh, was ist das denn hier? Skeletthaken. Ich habe bereits genug Skelettanhängsel. Also, ich glaube, ich muss tatsächlich irgendwie meinen eigenen Tod inszenieren oder so. Das könnte ich mir vorstellen, damit ich in die Gruft auch komme. Das ist jetzt eine Sache. Die zweite Sache ist, ich müsste Glühwürmchen irgendwie einfangen. Das ist die zweite Sache, damit ich den Leuchtturm reparieren kann. Und ich glaube, viel mehr Aufgaben habe ich im Moment eigentlich gar nicht, ne? So, das ist ja so, glaube ich, das, was ich mir. Vor allen Dingen das, also ich glaube, ich habe hier schon gute Vorarbeit geleistet hier mit den Glühwürmchen. Was mir noch fehlt, ist wie gesagt, dass ich. Kann ich den Skelettarm da durchhalten? Reicht mich gerade. Wo willst du hin? Danke. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Okay, war nur eine Idee. Ja, also ich muss in die Gruft noch reinkommen, um den Ring zu klauen. Das wäre jetzt auch noch eine Sache, die ich erledigen muss. Muss ich hier alles genau anschauen, ne? Der Hund hat das.
Das beste Leben, ja. Ein Hund in der Pfanne. Ein Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ist mir auch schon aufgefallen, weil es das einzige ist, was irgendwie so ein bisschen eine Lichtquelle darstellen würde. Die Hundehütte, ob ich die anbohren kann? Das braucht nicht angebohrt zu werden. Mich auch gewundert. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. So, das habe ich schon versucht. Aber, also wenn das so, ja, vielleicht ist es zu einfach vielleicht sogar, ne? Das kann natürlich auch sein. Also ich habe hier einen Skeletthaken. Was auch immer ein Skeletthaken ist, ich habe keine Ahnung, aber... Da haben wir einen Kamin irgendwie, wie gesagt, da hätte ich mir noch vorstellen können, dass man den irgendwie... Spalt zwischen den Türen. Da hochgehen kannst du ja auch nicht, ne? Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Nein. Nein. So, wenn wir in den Totengräber drin, wie gesagt, den habe ich mit einer Voodoo-Puppe. Was muss man machen, um in eines dieser Gräber zu kommen? Tot umfallen. Tot umfallen. Also müsste ich doch eigentlich meinen Tod inszenieren, eigentlich, meiner Meinung nach. Ja, jetzt hänge ich dann doch irgendwie. Ich habe jetzt relativ viele Sachen schon gelöst, aber ich glaube jetzt. Leuchtkäfer ist doch easy. Was ist das mit dem Leuchtfeuer? Ja. Ich den Schaum noch aufballern, weil. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Ich hab das Glas, aber ich muss da noch irgendwas reintun. Und das ist wahrscheinlich irgendwie tatsächlich Limmend oder irgendwas. Nein. Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Wasser kann ich nicht benutzen, funktioniert nicht. Das ist nur zum Lesen gedacht. Nein. Es ist, was mich irritiert, das ist echt. Das war gar nicht schlecht mit dem Tod inszenieren. Ja, aber wie kriege ich das am besten hin? Verschiedene Särge. Ich habe schon überlegt, ob ich mich hier in so einen Sarg reinlegen kann oder so. Oder dass ich jetzt den Grabstein irgendwie mit meinem Namen beschrifte. Habe ich auch schon überlegt. Eine Werkbank. Recyclingtonne. Das wundert mich auch nochmal. Recyclingkram hier. Es ist eine Recyclingtonne für Altmetall. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Die Hundehütte möchte auch nicht anbohren. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Öffnen. Ich glaube nicht, dass der Hund das mag. Ja. Hundenapf, Hund, Hundehütte, Skeletthaken, verschiedene Särge, verzierter Grabstein, Kamin, Fenster, Spalt zwischen Türen, die eben halt abgeschlossen sind, Werkbank, Werkzeuge und, ja, Lilien. Die zieht er ja auch nicht raus, irgendwie, also... Ich wüsste auch nicht, wo sonst ein Sarg wäre. Nein. Macht das, glaube ich, auch nicht. Ich wollte immer eine haben, aber nee. Wie stelle ich mich tot? Wie gesagt, ich habe ja schon versucht, was reinzumeißeln, irgendwie. Das wäre ja noch irgendwie halbwegs logisch, aber hat er nicht gemacht. Das ist nicht mein Job. Ich habe da echt keinen Ansatz. Ich bin gespannt, aber ja, das ist in Ordnung. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass es anscheinend, es scheint ja leichter zu sein, als ich mir irgendwie selber einreden möchte. Irgendwie scheine ich ja kompliziertere Gedanken zu haben als eigentlich nötig. Mein Tod muss ich inszenieren. Ich soll genau gucken, was es hier gibt. So, immer scheint hier zu übersehen dann anscheinend. Alter Hund. Lagerfeuer. Ich mir immer keinen Reim drauf bin.
Stehende Särge. Mit ihm reden kann ich auch nicht und so sagen, irgendwie, ich wäre tot. Ach. Maske auf und die verschränken. Ja, nee, das geht tatsächlich nicht. Ich glaube, den kann ich hier gar nicht benutzen, ne? Doch, geht sogar. Geht's. Ne, die nutzt er hier nicht. Ich kann durch die Maske kaum was sehen. Das gibt es doch nicht. Er ist scharf. Ich frage mich, ob ich jetzt hier überhaupt im richtigen Bild bin, um weiterzukommen. Oder ob ich jetzt durch den Chat jetzt irgendwie irrtümlich glaube, ich müsste jetzt hier sein. Das ist jetzt... Ich kann mir aber keinen logischen... Das mit Fenster finde ich auch so komisch irgendwie, dass ein Fenster oben ist. Und verzierte Särge, verzierter Grabstein, verschiedene Särge. Mal angucken. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Das will ich nicht mit mir herumzerren. Nein. Nehmen kann er die auch nicht, oder? Nein. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich glaube nicht, dass der Hund das mag. Okay, gut, dann habe ich vielleicht irrtümlich hier geglaubt, dass ich die ganze Zeit